and have a better day tomorrow. 6-8 Kentucky, we're standing by listening. Hallo Funkfreunde und herzlich willkommen zu Teil 2, 100 Kilometer weit funken für 100 Euro. Also die erste Aufgabe war natürlich leicht für mich zu lösen, da ich den Artikel schon da habe, nämlich die Antenne habe ich auf jeden Fall schon mal parat, dass wir uns hier im Budget bewegen. Die Lösung war natürlich jetzt dann auch auf eine mobile Lösung, nicht auf ein Handfunkgerät. Wegen der Reichweite brauchst du natürlich schon die Möglichkeit, eine größere Antenne anschließen zu können. Darum hier das gute Stück. Meiner Meinung nach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, das du dir überhaupt an Antenne kaufen kannst. Gut, so viel habe ich noch nicht ausprobiert. Es waren jetzt erst 5 Antennen, ML130, ML145, eine T2TL. Eine Wilson 5000 und jetzt eine DV27 lang auf einem großen Sirio-Teller. Das hier ebenfalls von Sirio, die ML145. Ich habe sie gekauft bei Albrecht. Dort hieß sie dann auch Albrecht ML145, Magnetfußantenne 145 cm. Aber das ist ja nichts anderes als ein Händler, der die hier von den Italienern vertreibt. Sirio ist eine Marke aus Italien. Made in Italy steht hier sogar drauf, der Originalaufkleber. Da unten habt ihr dann kommt noch eine Folie unten drauf und so ein Gummiüberzug, das euch bis ins Autodach schont. Denn ihr könnt dann schön aufs Autodach pinnen. Die kommt dreiteilig, dieser Teller. Der hört normalerweise hier unten auf. Dann kommt dieser Aufsatz hier, wird drauf geschraubt. Da drin ist wohl noch eine Elektrospule. Hier oben haben wir eine Antenne, weil das Ganze ist ja auch, soll auch während der Fahrt noch verwendbar sein. Hier oben haben wir zwei Inbusschrauben, so zwei Somadenschrauben, und da könnt ihr dann diesen Edelstahlstrahler, der wird hier einfach nur oben drauf gesteckt und festgeschraubt. Wir haben hier so ein kleines Gummistückchen als Abschluss, damit man sich damit nicht irgendwie mal ins Auge piekst beim Hantieren. Es ist hier oben dünn und läuft nach unten ein bisschen stärker zu. Und hier unten haben wir noch diesen Gummiabschluss, dass wenn ihr das hier reingesteckt habt, habt es festgeschraubt. Ihr könnt es hier natürlich auch noch ein bisschen länger machen oder halt kürzer gehen und so weit rein wie möglich. Bei meinen ganzen SWR-Messungen hat sich herausgestellt, dass sie am besten funktioniert über die meisten Frequenzen, über die meisten Kanäle, wenn sie ganz drin ist. Also habe ich das nicht mehr gebraucht hier mit den Markierungen. Also ich mache sie ganz rein, schraube sie fest und dann kannst du hier noch diesen Gummiabschluss hier drüber ziehen. Und somit ist die Antenne dann schon einsatzbereit. Warte, ich mache das Bild vielleicht ein bisschen weiter runter, dann seht ihr auch schön den Standfuß hier. Dabei ist gleich integriert ein schön langes Kabel mit diesem Standard-Antennenstecker. Und preislich ist das natürlich interessant, darum sage ich auch Preis-Leistung. Denn ich habe die hier in Deutschland beim Händler bekommen für 49,90 Euro. Das heißt, wir haben hier schon mal 49,90 von unseren 100 Euro verballert und haben somit noch 50,10 Euro zur Verfügung. Und ja, Antenne finde ich sehr gut. Habe ich damit schon erfolgreiche QSO-dokumentierte bis 131 Kilometer an einem schönen Spätsommertag hinbekommen. Das war bis zu den Funkerkollegen in die Alpen rein. 131 Kilometer. Also wir haben hier einen Standfußdurchmesser von, wie messen wir das jetzt am besten? Mal genau wissen, so. Ja, von, sage ich mal, zu, gut, das ist noch, wenn wir den Rand mitnehmen, 12,5 cm. 125, 127, ja, das sind genau 5 Inch. Also 5 Inch Durchmesser, 127 mm im Durchmesser. Wir haben diesen, über dem Fuß kommt noch dieser 17 cm hohe, ja, dieses Teilstück hier drauf. Und dann haben wir eben eine Gesamtantenne von fast 1,5 Meter, 145 cm, darum wahrscheinlich auch ML145, denn die ML130 hatte 130 cm. Die hält ganz schön was aus, wenn man mal auf die Seite geht des italienischen Herstellers. Ist die permanent belastbar bis 300 Watt Sendeleistung. Kurzfristig mal 900, aber 300 Watt, gut für uns uninteressant. Wir mit unseren 4 Watt haben da keinen Stress. Und den 80-Kanal-Geräten, sollte man die 145er nehmen,
Preis-Leistung, wie gesagt, finde ich einfach nur super. Hast du brutal schnell auf- und abgebaut. Das kleine Ding kannst du in den Kofferraum werfen. Die Antenne mit ist eins noch so gut, die konnte ich hinten so quer in den Duster reinklemmen. Ist auf jeden Fall eine Antenne, die man schnell auf- und abgebaut hat und auch sehr leicht im Fahrzeug belassen kann, um sie immer dabei zu haben, wenn man sie dann auch mal braucht. Also, das ist schon mal die Hälfte der Challenge, denn vom Budget her reicht es dann eigentlich nur noch für ein Funkgerät. Und alles andere muss man improvisieren. Ne? Darum würde ich mal sagen, hier Teil 2, 100 Kilometer Funken mit nur 100 Euro Budget. Besorgt euch eine ML145, das ist Neupreis, gibt es für unter 50 Euro, wenn man ein bisschen sucht, vielleicht sogar billiger bei eBay gebraucht. Kann man mal versuchen, also ich finde sie sehr gut, schnell auf- und abgebaut, noch gut zu transportieren, sehr gute Qualität. Die Gespräche waren immer sehr fein, haben auch viele oft gelobt und konnten als kaum glauben, dass das eben nur diese, in Anführungszeichen, trotzdem noch kompakte 145 cm Antenne ist. Ne? Aber haben die Italiener bei Sirio was Gutes zusammengebaut, das auch wirklich gut funktioniert. Und mit nur 50 Euro bekommt er da eine richtig gute Antenne. Und damit bin ich mir ziemlich sicher, sind die 100 Kilometer auch kein Problem mit der Antenne. So, aber jetzt kommt noch der schwierige Part. Das war nur einfach, ne? Nur 5 Antennen ausprobiert, weiß man schon einigermaßen, was für wenig Budget funktionieren kann. So, aber jetzt kommt das Schwierige. Wir brauchen ein Funkgerät. Und haben noch zur Verfügung 50 Euro und 10 Cent. Tja, mal schauen, ob das reicht und ob das dann nachher auch so funktioniert. Ne? Gut, darum würde ich sagen, das war's schon heute für die kurze Folge. Wir sehen uns dann in Teil 3 und dann schauen wir mal, was für ein Funkgerät wir da besorgt haben für unter 50 Euro und 10 Cent, damit wir die 100 Euro Marke hier nicht knacken. Und dann kommt das richtig Schwierige, wir müssen noch ein QSO zustande kriegen mit 100 Kilometern, ne, damit das auch Spaß macht, wenn ihr mal irgendwo auf dem Berg seid und nicht einfach nur wieder eure Kollegen aus dem gleichen Dorf erwischt, sondern ihr wollt vielleicht einmal ein Gespräch ein bisschen weiter weg führen können. So, okay, das war's. Ich sage danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. 73,55, wir sehen uns im nächsten Video. Da wird es dann, glaube ich, richtig interessant. Ciao. Better day tomorrow, 6-8 Kentucky. We're standing by listening.